Küppers CNC Blechtechnik ist ein ganz klassischer Jobshop-Betrieb. Wir sind Lieferant für Blechkonstruktionen, Laserzuschnitte, Biegeteile und Schweißkonstruktionen. Das heißt, bei uns bekommt der Kunde das gesamte Portfolio Blech, die gesamte Prozesskette von 0,5 mm Materialstärke über alle gängigen Materialien wie Stahl, Chromnickel, Kupfer, Aluminium, Messing bis hin zu 25 mm Blechstärke, 2x4 Meter maximales Außenmaß und auf Wunsch dann eben auch verschweißt bis maximal 7 Meter Länge. Und wir sind letzten Endes in der Lage, durch ein sehr großes Lagersystem mit 4.500 Tonnen Aufträge auch kurzfristig zu bearbeiten. Ja, die Problematik beim Bearbeiten von Blechen ist, dass die Materialien sehr unterschiedlich reagieren, teilweise auch reflektieren, was die Laserstrahlung anbelangt. Das führt dann zur Beschädigung der Anlage, ganz besonders bei Messing oder Kupfer. Das heißt, hier ist die Bearbeitung per Laserschnitt nur möglich mit einem Festkörperlaser. Also muss man im Vornherein schon mal beobachten oder auswählen, welche Anlage ist geeignet. Ist es der CO2-Laser, ist es die Festkörperlasertechnik mit Zusatzfunktionen wie zum Beispiel Brightline oder auch ohne. Und entsprechend dieser Auswahl wird anschließend das Material auf die Anlage gebracht. Aber auch dann gibt es noch Unterschiede hinsichtlich der Blechgröße, das heißt der Bauteilgröße und auch der Gewichte der einzelnen Bauteile. Und somit ist natürlich eine hohe Variantenvielfalt an Anlagen für uns als klassischer Lohnfertiger absolut erforderlich. Wir sind sehr stark in der Bearbeitung von Aluminiumlegierungen. Das nimmt bei uns auch einen sehr großen Anteil ein, haben dort spezielle Spiegel in den Anlagen, die Anlagen entsprechend konfiguriert und auch teilweise umgerüstet, um sie dauerhaft 24 Stunden lang mit diesem teils reflektierenden Material Aluminium beaufschlagen zu können. Besonderheit bei uns im Unternehmen ist, dass wir mit einem Hochreggerlager mit 4.560 Tonnen, eines der größten automatisierten Hochreggerlager in Europa oder Deutschland, einsetzen und somit eine sehr hohe Verfügbarkeit an unterschiedlichsten Materialien haben, die auch eindeutig gekennzeichnet mit hinterlegten Materialprüfzeugnissen oder entsprechenden Chargenrückverfolgungen eingelagert werden. Für uns ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass unsere Fertigungstiefe sich vom Laserschneiden über das Biegen, über die Zerspanung und das Schweißen bis hin zur fertigen Montage erstreckt. Das heißt, auf jeden Fall ist es möglich, bei uns die Kleinstserie von Stückzahl 1 abzudecken. Das allerdings ist kein Alleinstellungsmerkmal. Besonders interessant wird es natürlich, wenn es um die größere Serie geht, da wir 24 Stunden durchproduzieren und damit in der Lage sind, sehr große Mengen in kürzester Zeit abzuarbeiten. Also der Bereich zweidimensionale Blechbearbeitung ist bei uns sehr gut abgedeckt. Ich denke, da sind wir sicherlich einer der führenden Unternehmungen in Deutschland. Was für uns in Zukunft im Portfolio sicherlich in den Fokus rücken wird, ist das Thema 3D-Bearbeitung. Sowohl das 3D-Laserschneiden als auch das 3D-Laserschweißen. Das Ganze dann kombiniert mit Umformungen sowie eine intensive Automatisierung aller Prozesse vom Laserschneiden bis hin zum Kanten und natürlich dann auch der Weiterbearbeitung im Schweißen oder Schneiden.